So, und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Stable. Ich bin auf meinem zweiten Account, um meinen Pony zu leveln. Und ich habe mir so ein bisschen Thema belegt. Und das ist halt jetzt nicht im Spiel, sondern allgemein beim Einkaufen etc., wo halt die Leute momentan sehr verrückt sind und die Regale alle leer sind. Und ich will dann dazu ein bisschen meine Meinung dazu sagen, wie ich das finde. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in den Läden ist es richtig, richtig schlimm. Alles ist leer gekauft. Sobald es Angebote sind, rennen die Leute in den Laden und hamstern alle so viele Sachen. Und wir lassen kaum was über für andere Leute. Und das finde ich schon Unverschämtheit, halt, weil jeder möchte halt davon halt was haben, von dem Produkt. Und wenn das mal ein Angebot ist, dann stimmen die Leute ganz, ganz schnell. Ich muss zum Beispiel, morgen gehe ich ja auch wieder einkaufen. Also ich gehe morgen einkaufen, weil es wieder Angebote sind und ich muss halt ganz schnell dahin, damit ich überhaupt eine Chance habe. Oder überhaupt nicht, wie gesagt, die Chance habe, diesen Produkt zu bekommen. Und das ist echt schlimm bei uns. Also, das ist jedes Mal, das regt uns auch auf. Ich fahre extra um 9 Uhr los, so früh wie möglich. Weil um 7 macht unser Laden auf, unser halt Netto, auf. Und da um die Uhrzeit sind halt die meisten noch am Arbeiten. Außer die halt ja, Rente sind, dann die nicht. Aber ja. Aber ich fahre mit dem Bus ganz schnell nach Netto, weil da sind halt Angebote wie Milka und so. Da muss ich ganz schnell rennen. Und bevor es weg ist. Und dann muss ich zum Rewe laufen. Das ist ja nicht so weit weg. Da muss ich zum Rewe laufen, da was holen und so. Und oh, ich hoffe, dass ich die Sachen bekomme. Weil letztens war Rama-Angebot für 99 Cent. Und es war leer, als mein Schiefer da kam. Mein Schiefer da kam nach der Arbeit einkaufen oder war einkaufen. Alles leer. Rama, alles leer. Für 99 Cent, alles leer. Pff, Alter, da habe ich mir auch schon gedacht. Die haben nichts übrig gelassen von uns. Die haben richtig gehamstert. Also das ist schon was mich halt bei Gesellschaft halt manchmal mich auch sehr, sehr aufregt, dass es hier Leute gibt, die halt Ich-Menschen sind und die halt ja, nichts übrig lassen für andere Leute, die auch gerne diesen Angebot gerne gekauft hätten. Aber nein, die müssten hamstern. Das ist so schlimm bei uns. Zum Beispiel bei ein Städtchen weiter waren zwei so Pärchen gewesen. Hat mir meine Mutter erzählt. Oder mein Stiefvater hat das, oder meine Mutter hat es erzählt, weil sie es gehört hat oder gelesen hat. In den Zeitungen oder so, in den Nachrichten oder keine Ahnung, oder in Facebook, keine Ahnung. Irgendwo hat sie dann ist das gelesen. Und da war eine Dame, die auch ja, Öl gekauft hat. Und da stand extra am Schild: Öl nur für pro Person, ein Öl für pro Person Haushalt. Das heißt, ein Öl durfte sie, nur ein Öl durfte sie kaufen. Aber sie wollte schlau sein und sie wollte schlau sein, dass sie zwei Öl kriegt. Zum Beispiel der Partner von dem Dame wollte rein und er wollte Öl, aber hat der Leiter das gesehen, dass er wegen nochmal zwei in Öl holen wollte. Und dann hat er halt gesagt, nee, nee, ihm gesagt, nee, nee, nur ein Öl pro Haushalt. Und was hat er gemacht? Er hat ein Telefon genommen, angerufen und dann hat sein Kollegen gekommen und hat den quasi zusammengeschlagen. Wegen ein Liter Öl. Also, da frage ich mich, was es mit der Gesellschaft los ist. Was ist mit dem Menschen los? Alter, ob das ein Untergang wäre, wenn die nicht so viel Öl bekommen? Was wollen die mit so viel Öl?
Man braucht schon. Man braucht auch Öl, nur nicht so viel zu. Also man benutzt nicht so viel Öl. Ich frage mich manchmal, wofür die alles so Öl brauchen, wenn solche Leute rumlaufen. Also ich brauche nicht so viel Öl. Weil zum Beispiel in manchen, zum Beispiel, wir haben extra so Pfannen. Da brauchst du nicht so viel Öl. Du brauchst gar kein Öl nehmen. Zum Beispiel bei Gemüse. Bei Gemüse brauchst du eigentlich kein Öl nehmen, weil in dem Gemüse ist sehr viel Wasser drin. Und es ist halt viel besser. Mir schmeckt das Gemüse viel, viel besser, wenn es nicht zu viel Öl drin ist. Also ich bin sowieso, mein Magen ist sowieso sehr empfindlich gegen mit Öl. Also ich kann sowieso so viel Öl nicht irgendwie nie vertragen. Also gebratenes Öl. Das habe ich schon bei mir festgestellt. Da habe ich immer mit Magenprobleme. Und deswegen macht meine Mutter so gut wie es geht viele Produkte ohne Öl, aber wir benutzen nur Öl, wenn es nicht anders funktioniert. Wie zum Beispiel bei Spiegeleier musst du halt ein bisschen Öl reinmachen, damit es nicht festklebt. Also halt nicht halt loskriegst und so. Oder bei Schnitzel musst du ja auch Öl ein bisschen nehmen, damit es halt nicht kleben bleibt. Und solche Sachen. Aber bei zum Beispiel bei Gemüse, die halt viel Wasser haben, braucht man kein Öl. Und es ist schon heftig, was die Geschäfte momentan sind. Also, ne, ich denke, es ist überall in Deutschland so, dass es momentan viel leer ist. Also bei uns ist keine Nudeln mehr. Keine Mag. Also, was ist noch leer? Also auf jeden Fall Nudeln sind leer. Mehl ist leer. Mehl ist auch ganz weg. Also ich frage mich, warum man, also wofür man so viel Mehl braucht. Also man braucht auch nicht jeden Tag Mehl. Also wir brauchen nicht so viel Mehl. Also wir brauchen nur Mehl zum Backen, nur bestimmten Zeit zu backen oder Mehl halt für Schnitzel machen oder wenn man halt zum Beispiel ein bisschen was panieren will und dann anbraten will, zum Beispiel Fisch und zum Beispiel Fisch macht man auch so gerne bisschen Mehl dran, so ein bisschen und dann abklopfen, damit da ein bisschen Kruste ist und so und leicht anbraten zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ein Beispiel, aber Alter, da denke ich mir, also da fällt ein von an die Sprache, oder? Wenn man so hört in Nachrichten, wenn Leute, wird ein einer der halt aufpasst, der Leiter, der aufpasst oder gesehen hat, dass er was nochmal holen will, obwohl da extra ein Schild steht. Dass sie nur ein pro Haushalt Öl kaufen dürfen. Zwar genauso, ja, genauso wie Mehl. Mehl durfte man auch nur ein pro Haushalt nur haben. Und es gibt welche, die sind andere reingegangen und haben sich da gekauft. Also gehamstert. Und dann hörst du in Nachrichten, ja, da wurde jemand verprügelt, weil wegen einer Sache, weil er halt nicht, ja, nicht geschafft hat, den zweiten Öl zu kaufen oder keine Ahnung. Also das ist schon Gesellschaft momentan sehr, sehr schlimm momentan. Die Leute denken ernsthaft, die Welt geht unter. Nur weil es halt in, ja, Ukraine ja noch halt Krieg gibt und dann momentan die Preise sehr, sehr hochsteigen, kann ich ja, ist ja halt, ne, weil es halt weniger wird von, was wir halt von der Ukraine, also von dem Land bekommen und auch von Russland und solche Sachen, die Produkte. Ist ja klar, dass die Produkte hochgehen, weil die müssen immer davon, ja, weil es halt, ja, ne, wenn die immer billig machen würden, würden es so schnell leer gehen. Und ja, trotzdem, also ich finde schon, man soll schon an den Regeln halten, was da steht im Supermarkt, wenn das zum Beispiel. Auf jeden Fall steht, man darf nur ein Produkt von einer Haushalt, dann nehme ich das ja auch. Ich bin kein Mensch, wo ich sage, nö, ich hole jetzt einfach zwei, ist mir egal. Nee. Man muss schon an den Regeln halten. Und es ist halt schon. Und nur wegen einer das jemand zusammenprügeln geht gar nicht. Also, ne, man muss schon, finde ich, schon verstehen. Aber es gibt halt Leute, die denken. Nö, ist mir egal, ich hau den zusammen und dann ist fertig. Und dann hole ich mir trotzdem mein Öl oder mein Produkt oder mein Mehl oder so oder irgendetwas, keine Ahnung.
Aber trotzdem, es ist schlimm, die Gesellschaft, echt schlimm. Also manchmal fehlt einem die Worte, wenn man schon so Nachricht hört, dass ja jemand zum Beispiel wie bei uns in der Nähe nur wegen ein Öl zusammengeprügelt ist, nur weil der eine da einen zweiten noch mal reingehen wollte, um zweiten Öl zu bekommen. Manche Leute haben echt so einen Dachschaden. Und ich muss jetzt morgen auch einkaufen. Also, wie gesagt, ich gehe morgen einkaufen. Also, 9 Uhr. Ich habe ihn auch schon weggestellt, dass ich um sehr früh aufstehe. Ich stehe extra so 7:30 Uhr auf, damit ich halt den Bus erwische um 9 Uhr. Ich fahre dann um 9 Uhr mit dem Bus. Und, also nicht 9 Uhr mit dem Bus, ich laufe, ich um 9 Uhr stehe ich im Bus, um 9:21 Uhr kommt der Bus. Und dann muss ich halt erst nach Netto und dann nach Rewe, um das zu holen, was im Angebot ist. Weil sonst, wenn mein Stiefel wieder dann reingeht, dann ist es wieder alles weg. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich habe die Schnauze voll sowas. Also habe ich ja auch gesagt, nee, ich gehe jetzt einkaufen, ich gehe jetzt für morgen. Und wenn die das können, können wir auch. Dann müssen wir auch Ich-Mensch sein, muss ich sagen. Weil wenn du selber kein Ich-Mensch bist, hast du keine Chance, diesen Produkt zu holen. Weil, wenn, ja. Ah, das ist so schlimm. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei euch in den Bundesländern oder bei euch. Aber bei uns ist es ziemlich schlimm mit alles. Du kriegst nirgendwo mehr. Nicht mehr in Aldi. Mein Schwiegervater ist extra in zig Läden gegangen, um halt irgendwie ich weiß gar nicht, was er gesucht hat nochmal, aber diesen Produkte, was er kaufen wollte, hat er nicht gefunden. Er musste 5 Läden rein. In Hit war er drin, in anderen Läden. Und dann solche Sachen. Und dann, boah, ey, dann denkst du auch, what the fuck, ey. So, warum und so, und naja, da will man darüber nicht, da glaube ich, nicht nachdenken, aber trotzdem, es ist schlimm. Die Leute sind echt sehr, sehr schlimm geworden, weil die haben Angst, irgendwie zu verhungern oder nichts zu versorgen. Da müssen wir was sparen. Weißt du, die Menschheit, was ich auch nicht verstehe, manche Leute, die schmeißen so viel Essen weg. So viel Essen. Wir sparen ja auch schon. Wir gucken auch schon, wenn es das gibt, wie viel wir pro jeder dann halt machen. Und wir machen auch nicht mehr so viel. Wir müssen halt sparen, ne? Und die Leute, also manche denken, okay, es gibt welche, die schmeißen so vieles weg. Was Essbares. Was ich zum Beispiel bei meinem Stiefvater nicht verstehe. Beim Paprika schneiden, der schneidet so viel weg vom Paprika. Und die sind schon teuer, schon genug. Zum Beispiel. Oder, bin ich immer so. Weiß ich nicht. Also, wenn man schon. Dann muss man halt eben sparen, finde ich. Dann muss man halt ein paar Sachen reduzieren. Und dann irgendwie was ergänzen oder so. Keine Ahnung. Es gibt so genug Produkte, wo man halt was ergänzen kann und halt ein bisschen sparen kann. Und solche Sachen. Klar, man kann bei manchen und halt vielleicht dann, wenn man halt zum Beispiel backt, dann nur überlegen, wie viele Leute, wie viele Leute wir backen könnten oder backen muss, sollst. Und zum Beispiel bei Geburtstagen ist ja klar, dann musst du ja zum Beispiel einen großen Kuchen backen oder so. Ist ja normal, aber wenn das jetzt so für privat ist, zum Beispiel, dann würde ich nur so viel machen, wie viel Leute halt da sind. Und jeder kriegt einen Muffin oder so. Weil, ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich das momentan mit dem Einkaufen sehr, sehr nervig und schlimm. Vor allem die Leute sind echt schlimm geworden. Also das ist genauso schlimm geworden, schlimm, wie als es zum ersten Mal Corona gab. Dann haben die auch schon gehamstert. Die haben ja auch schon Toilettenpapiere gehamstert, Mehl gehamstert,
Was ist Hefe auch? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß halt, dass Nudeln auch gehamstert wurde. Ich fände. Oh Gottes Willen, ey. Dann denke ich mir so, okay, was ist mit den Leuten, nur weil Corona ist und so wegen Laden und müssen die hamstern oder so? Oh, schlimm. Das war auch sehr schlimm, als zum ersten Mal Corona, ich glaube, das war 2020 sogar, glaube ich. Glaube ich, hat es da angefangen mit Corona. Und dann hatten die Leute so Angst und dann mussten alles hamstern, dass sie gar nichts mehr bekommen oder so. Oh, wegen Kurzarbeit und so. Und oh, das war auch schon mega, mega nervig schon. Und so, ich will jetzt noch. Welches Rennen nehme ich jetzt noch? Wie viel brauche ich denn noch? Ah, okay. Dann mache ich Sabines Rennen noch. Und dann werde ich auch für heute Schluss machen. Und heute Abend mache ich einen stream ich ja heute. Um 18 Uhr fange ich an zu streamen. Mit Stella. Und ich denke mal, wir können das Thema auch nochmal zusammen mit Stella mal reden. Mal gucken, wie sie das zu dem Thema hält. Aber ich habe mal ein Video gemacht. Über was ich jetzt so meine Meinung sind, was ich halt dafür finde. Und ich weiß nicht, sind das bei euch auch so schlimm bei euch so, dass Leute einfach paar von denen verprügelt werden, nur weil sie halt das Produkt nicht bekommen oder so? Keine Ahnung, also keine Ahnung, ich weiß es nicht. Manchmal kannst du nicht darüber klar werden und wie schlimm ist es bei euch? Ihr könnt ja auch, wie gesagt, gerne einen Kommentar schreiben, wie schlimm es bei euch mit Einkaufen ist. Also bei uns ist es sehr schlimm. Das ist richtig schlimm. Und ich hoffe, dass ich morgen die Sachen bekomme, die ich alles aufgeschrieben habe auf dem Zettel. Ich hoffe, dass die Leute nicht schon alles aufgekauft haben. Weil Kaffee ist Angebot. Ich muss schnell Kaffee holen. Also ich trinke keinen Kaffee, aber meine Mutter trinkt sehr gerne Kaffee. Ich mag Kaffee nicht so. Ich habe schon probiert, aber es ist mir einfach zu mild. Das ist einfach zu bitter. Ich mag halt bitter nicht so gut gerne. Deswegen mag ich Kaffee nicht so. Aber ich mag zum Beispiel Kaffee, wenn es zum Beispiel mit Schokolade oder so verbunden ist und halt so einen Geschmack hat dann ja. Aber so richtig Kaffee trinken mag ich nicht. Nee, ist nicht so meins. Habe ich schon öfters mal probiert, aber es ist einfach nicht meins. Aber naja, aber doch trotzdem muss ich Kaffee holen und noch andere Sachen, viele Sachen. Mal schauen, vielleicht habe ich noch anderes. Mal schauen. Mal schauen, Leute. So, Lucky Prince ist endlich Level 15 geworden. Und demnächst werde ich wieder meinen Club weiterarbeiten. Aber mal schauen, wie es wird. Ich hoffe, das Thema-Video hat euch mal wieder gefallen. Über heutzutage schlimm, also Probleme bei Einkaufen und so. Ihr könnt, wie gesagt, in den Kommentar schreiben, wie ihr bei euch so das Einkaufen ist, wie schlimm es bei euch ist, ob es bei euch nicht so. Es schlimm ist oder nicht so schlimm ist oder so. Aber wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und auf jeden Fall beim Stream um 18 Uhr mit Stella Moonlake. Ich hoffe, euch freut es euch, dass ich zusammen mit Stella Moonlake zusammen streamen werde und zusammen werden auch zusammen privat teilen und so. Und deswegen hoffe ich, ihr freut euch auf den Stream. Denn ja, wir werden weiterhin über das Thema ein bisschen unterhalten, denke ich mal, und andere Themen auch, was so momentan los ist. Aber ich denke mal, das erste Themaschritt habe ich schon mal gemacht. Und wir werden, denke ich mal, wie gesagt, nochmal vielleicht, wenn Stella mitteilt, dann können wir über das Thema auch weiterhin gerne besprechen. Und wenn ihr andere Themen haben wollt, könnt ihr auch gerne in den Kommentar schreiben, worüber wir reden sollen, wenn wir beide zusammen streamen werden. Also dann, ciao, ciao und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ciao. Oder heute Abend um 18 Uhr. Ciao.